Ach, das war ein Fiasko. 21 Salutschüsse, keiner hat getroffen. Ich werde jetzt hier nicht lang Programm machen, wozu auch weshalb. Ich bin hier, um auch meine Solidarität zu bekunden. Ihr versteht von den Inhalten des Streits sowieso viel mehr als ich als Außenstehender. Ich spreche auch im Namen meines Kollegen Klaus von Wagner, wenn ich sage, mach weiter so. Das ist sehr, sehr wichtig, was ihr macht. Wenn ihr das Gefühl habt, dass der Rückhalt in der Bevölkerung nicht so da ist, wie er ist, dann liegt es einfach daran, dass die Presse euch natürlich teilweise bewusst und absichtlich ignoriert. Euer Bestreben, das ist nicht im Interesse der herrschenden Schreiber, was ihr hier macht. Ihr müsst es trotzdem machen, schon an der wer euer Verhandlungsgegner ist, das spricht dann doch schon Bände. Das ist ja derselbe Mann, der versucht hat, die GDL in Form zu bringen. Ihr müsst euch nur mal im Internet die Schweizer Seite anschauen, auf der für das Unternehmen, für das der Mann tätig ist. Und dann wisst ihr, dass da extreme Konfrontation angesagt ist. Das ist kein Kuschelkurs, der hier gefahren werden wird. Ihr müsst also tapfer sein, vor allen Dingen, wenn ihr wisst, wie mit Herrn Wieselski in der Presse umgegangen ist. Dann könnt ihr schon auf einiges euch gefasst machen, wenn das weitergehen sollte. Ich wünsche es euch nicht, hoffe, dass ihr erfolgreich seid. Es ist sehr wichtig, denn ich befürchte, wenn man sich die Entwicklungen im Gesundheitswesen anschaut, dann beschleicht mich der Verdacht, dass Herr Gröhe es das nicht verstanden hat. Ich glaube, er hat das Problem nicht verstanden, Hermann Gröhe. Er will ja jetzt sozusagen was verbessern und das dazu führen könnte, dass statistisch gesehen jedes Krankenhaus in diesem Land ein oder zwei Pflegekräfte mehr bekommt. Was mich wieder zu dem Punkt bringt, Hermann Gröhe hat das Problem nicht verstanden. Und deswegen müsst ihr weitermachen. Ihr seid mit euren Bemühungen auch, da rennt ihr offene Türen ein. Die Vorstellung, nachts in ein Krankenhaus eingeliefert zu werden und der 21. von 22 Patienten zu sein, um die sich eine schwer gestresste Pflegerin kümmern muss, oder Pleger, treibt jedem Angstschweiß auf die Stirn. Ich möchte gerne gut gelaunte, zufriedene, mit ihren Arbeitsbedingungen glückliche Pflegerinnen um mich haben, wenn das passieren sollte. Ich hoffe nicht, dass es erst so weit kommen muss, dass Hermann Gröhe der 22. Patient ist, bevor auch Hermann Gröhe das Problem verstanden haben wird. Also macht weiter so, ich finde das großartig und wir werden sicherlich die Zustände, die in der Gesundheitspolitik in Deutschland herrschen, auch mal in einer Anstaltsfolge bearbeiten und uns draufstürzen. Ich weiß noch nicht wann, aber es ist sicher eines der Themen, die sicherlich drankommen, ganz sicher. Also weitermachen. Und wie gesagt, ich glaube, die meisten Leute, wenn sie denn davon wissen würden, würden euch auch vorbehaltlos unterstützen. Und das kommt auch. Wenn ihr weitermacht, dann werden auch andere Teile berichten. Vielleicht nicht unbedingt die Springerpresse, aber wer braucht die schon? Also weitermachen. Dankeschön. Dann wieder an dich, Lucy, weil ich habe jetzt nichts weiter zu sagen. Also außer, dass wir gleich verschwinden wieder in die Verhandlungen. Ja, herzlichen Dank auch von mir. Wir hoffen, dass Hermann Gröhe dann mal den Weg ins Krankenhaus findet in der nächsten Zeit. Ich habe jetzt noch das Vergnügen, zwei Kollegen von Daimler nach vorne zu bitten. Zwei Betriebsräte, die für einen kämpferischen Kurs bei Daimler stehen und hier auch nochmal ihre Solidarität zum Ausdruck bringen wollen. Herzlich willkommen, Waldemar Derder und Matthias Bender. Hallo, liebe Kollegen. Nach vorne. Immer hinter die Anlage. Nee. Nee. Doch, ja. Genau. Naja, das geht dann auch. Okay, genau. Also nochmal. Schöne Grüße aus dem Werk Marienfelde. Wir arbeiten bei Daimler, sind auch Betriebsräte da. Und die Kollegen haben uns hierher geschickt zu euch. Die Unterstützung zu bekünden, sozusagen. Wir sind auch Mitglieder der IG Metall, wie man hier sehen kann. Und wir unterhalten uns fast täglich, weil wir haben auch viel zu tun und Unterbesetzung ist unseres tägliches, sage ich mal, Thema, was wir abzuarbeiten haben. Deswegen Grüße, wir unterstützen euch und Matze, Solidaritätserklärungsfonds. Vielen Dank. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, eure Themen Arbeitsplätze und Gesundheit sind auch bei uns sehr wichtige Themen. Bei uns in Marienfelde werden 100 neue Stellen im Jahr bzw. die Festeinstellung
von Leiharbeitern nötig, nur um den Schwund durch Rente, Arbeitsunfähigkeit und so weiter auszugleichen. Weitere Stellen wären nötig, um die Belastung zu reduzieren. Vor 6,7 Jahren brauchten wir bei Daimler noch 60 Arbeitsstunden, um einen neuen Mercedes vom Band gehen zu lassen. Jetzt sind es 40 Stunden und nach den Vorstellungen des Daimler-Vorstandes sollen wir das in den nächsten 2,5 Jahren in 30 Stunden schaffen. Das geht nicht ohne erhöhte Arbeitsbelastung. Immer weniger Beschäftigte müssen immer mehr leisten, immer mehr werden krank wegen der Belastung am Arbeitsplatz. Deshalb treten wir so wie ihr an der Charité auch für die Schaffung neuer Arbeitsplätze ein. Die Frage von Arbeitszeitverkürzung bei Lohn- und Personalausgleich wird auch in anderen Auseinandersetzungen wieder gefordert. Die Lokführer fordern eine Verkürzung um 2 Stunden, Verdi bei der Post sogar um 2,5 Stunden. Es wäre an der Zeit, dass jede Branche nicht alleine für dieselben Forderungen kämpft. Wir unterstützen euren Kampf für eine Mindestpersonalbesetzung in der Charité. Wir unterstützen alle eure Forderungen. Mehr von euch in den Krankenhäusern ist besser für uns alle. Ja, herzlichen Dank, Matthias. Herzlichen Dank, Waldemar. Super, dass ihr gekommen seid. Und auch Kollegen von der IG Metall sind besser für uns alle, auch hier beim Streiklokal. Genau. Es gibt ein Thema an der Charité, wofür sich eigentlich ein öffentliches Krankenhaus auch schämen sollte, dass sie nicht nur eure Arbeitsbedingungen, sondern dass der Zustand, der weiterhin bei der Tochter CFM besteht. 2006 wurde die CFM ausgegliedert. Es gibt immer noch keinen Tarifvertrag für die Kolleginnen und Kollegen. Die CFM wurde immer noch nicht wieder eingegliedert. Ich glaube, dass es notwendig ist, auch während des Streiks an der Charité immer wieder darauf hinzuweisen, dass es unmöglich ist, dass dieser tariflose Zustand weiter anhält. Und bin deshalb auch ganz froh, dass die Kathi hier ist und nochmal was zum Stand an der CFM sagt. Ja, hallo, also mittlerweile müsstet ihr mich ja alle kennen. Ich bin ja immer in Sachen CFM und Betriebsrat unterwegs. Ja, CFM, wir haben da gerade ein Organizing-Projekt. Wir organisieren die Kolleginnen und Kollegen. Wir sind auf dem Weg zu einem Tarifvertrag und sind der Meinung, 10 Jahre Tarifflucht sind genug, liebe Charité, liebe Stadt Berlin. Wir wollen das ändern. Wir wollen in diesem Jahr noch einen Tarifvertrag für die CFM erreichen. Dafür braucht es aber eine starke Gewerkschaft und viele Gewerkschaftsmitglieder. Deswegen machen wir diese Organizing-Geschichte. Wir gehen wirklich von Kollegen zu Kollegen. Wir sprechen in 1-zu-1-Gesprächen, warum Gewerkschaft wichtig ist, warum es wichtig ist, Solidarität miteinander zu machen und zu üben, warum es wichtig ist, mich darum zu kümmern, wie viel mein Kollege verdient, wie es dem geht, was er für Arbeitsbedingungen hat, weil das ist unbedingt auch in dieser Tochter ein Thema. Weil diese Arbeitsbedingungen, die Kollegen stehen im Stress, die Reinigungsreviere sind in den letzten Jahren verdoppelt, ja gar vielleicht noch größer geworden. Die haben wirklich echt zu tun. Das ist in der Technik, das ist in der Sterilisation so, das ist auch in der Küche so, eben alle Bereiche, die sie hier ausgegründet haben und das eben wirklich für mindestens ein Drittel weniger Geld, nämlich ohne Tarifverträge, ohne Zuschläge und vielleicht dann sogar noch für viel längere Arbeitszeiten. Da haben wir uns auf den Weg gemacht, wir brauchen mindestens 30% Mitglieder, um ganz einfach dem Arbeitgeber, der CFM, also Hellmann, Dussmann und Warnitz sind 49% Anteile an dieser CFM und 51% ist die Charité. Und die sind nach wie vor der Meinung, nein, für diese Firma brauchen wir keinen Tarifvertrag. Da ist ja alles in Ordnung. Das ist ein Erfolgsmodell, das verfolgen wir weiter. Da haben wir echt was dagegen. Und die Charité gründet ja weiter aus. Die Physiotherapie ist gegründet worden, die Labor GmbH ist gegründet worden und die MVZs, das geht ja nahtlos weiter und die Kollegen kommen leider Gottes nicht mehr so richtig in den Genuss einer Gestellung, weil die gehen jetzt mittlerweile im Betriebsübergang da hinein und das heißt, ein Jahr
haben die noch Bedingungen wie in ihrer alten Firma und unter Tarif. Ansonsten gibt es dann in diesem dieser GmbH neue Regelungen. Also kann dann jederzeit über Gehalt und Arbeitszeit verhandelt werden. Das Schlimme ist, die CFM ist mittlerweile die einzige Tochter, wo es einen Betriebsrat gibt. In diese Töchter müssen Betriebsräte rein. Ich bin nämlich noch stellvertretende Konzernbetriebsratsvorsitzende. Der Mike Sosnowski und ich, wir haben, und noch Kollegin, es gibt noch eine Tochter, die haben einen Betriebsrat, da bin ich ganz stolz drauf, die Transfusionsmedizin. Ganz toll, das haben die Mädels gut gemacht. Applaus für die Mädels aus der Transfusionsmedizin. Die werden allerdings von ihren Chefs auch total eingeschüchtert. Die dürfen nicht unter Androhung von Geldabzug an den Konzernbetriebsratssitzungen teilnehmen. Also ich denke, das müssen wir alles noch mal ein bisschen aufschreiben. Das ist skandalös, was da wieder passiert. Sobald ein Privateigner dran ist oder eine GmbH dahinter steht, denken die, sie sind kleine Könige und können mit dem Personal machen, was sie wollen. Das geht nicht, da haben wir was dagegen. Es gibt Gesetze, es gibt Rechte für Beschäftigte und die werden wir auch durchsetzen. Danke. Ja, Kati, danke. Unbedingt dafür, dass ihr einen Tarifvertrag bekommt und dass ihr die Solidarität aller Charité-Kollegen habt. Du hast ja eben schon gesagt, es gibt zwischen zig Töchter und ich glaube, da muss man irgendwann in die Richtung kommen, dass für alle bei der Charité Beschäftigten gleicher Tarifvertrag gilt gegen diese scheiß Spaltung. Und während wir heute stehen und für Mindestbesetzungen hier auftreten und auch, ich glaube, auch Konsequenzmanagement, wenn die Charité die Leute nicht einstellen sollte, ist es so, dass gleichzeitig der Vorstand Angriff auf die MDA startet. Das muss man ja auch mal hier mehr erwähnen. Ich bin ja MDA, das heißt, für die es nicht wissen, heißt medizinischer Dokumentationsassistent. Wir werden jetzt zusammengerufen am Montag an diesem Campus, da bitte ich auch alle, dass wir da hingehen, protestieren. Und zwar ist geplant, wir sind ja bisher Beschäftigte der Charité, dass auch ein Teil gestellt wird zum CFM. Das heißt, dass wir nur einen kleinen Trupp haben, der künftig kodieren soll. Und alle anderen, die Akten wühlen, sollen zur CFM gestellt werden. Das ist ja auch eine minderwertige Tätigkeit im Profil des Arbeits. Das heißt, die Kollegen werden künftig auch abgruppiert werden. Ob sie vielleicht das Zugeständnis machen, dass sie den einen oder anderen im Moment noch nicht abgruppieren, das ist ja ihre Manövriermasse. Aber was wird passieren? Wir haben ja zig Leiharbeiter, die ganze Aufnahmehalle auf den Stationen, überall hocken sogenannte Admin-Kräfte, die uns die Akten sortieren und machen, Patienten aufnehmen. Da erhofft sich die Charité natürlich, wenn wir die bei der CFM einstellen, dann zahlen wir ihnen 8,50 Euro Mindestlohn und wir sind die ganzen Gebühren da los, die auch noch die Leihbuden bekommen. Also, und man hat auch noch eingearbeitetes Personal und man wird einen Teil der MDAs los, die man dann gestellt. Und ich denke, dass sie da ganz entschieden dagegen protestieren sollten, gegen diese Machenschaften, hier immer weiter den Betrieb zu zergliedern und immer weiter das Lohnniveau zu senken, weil all diese Kollegen, vor allem wenn es dann künftig die Jugend kommt, es sind ja gar nicht so die Alten wie ich, was wollen sie bei mir jetzt noch abgruppieren in meinen letzten 2 Jahren, aber es sind vor allem die jungen Leute, ja, die vielleicht auch mal Kinder kriegen wollen, die Familie aufbauen, das ist ja alles nicht mehr möglich heutzutage. Die haben einen Zeitvertrag, das heißt, ein Kind kannst du sowieso nicht mehr kriegen als Frau und du kriegst dann auch noch diese Billiglöhne, das heißt, du bist sowieso chancenlos. Von daher finde ich das wichtig, dass auch unser Streik, der hier heute stattfindet oder die nächste Woche hoffentlich weiterführt, dass wir hier kämpfen für einheitliche Arbeitsbedingungen, für ganz deutlich gegen diese Machenschaften dieses Vorstandes, ne, der hier oben ja gerade sitzt, ne. Und das wollen wir uns nicht bieten lassen. Und dann mit diesem Gejammer, es wäre kein Geld da, ja. Es ist einfach lächerlich, ja. Ich bin ja der DRG-Fritze hier im Haus, ja. Dann sollen sie den DRG-Satz um 100 Euro erhöhen und schon kann man alles finanzieren anstellen. Dann soll der Berliner Senat seinen Investitionsverpflichtungen nachkommen, die im Moment 3% des Umsatzes nur sind, wo sie zumindest 8% verpflichtet sind. Das machen sie einfach nicht. Sie stecken es dann in irgendwelche S-Bahnen, die zum BER fahren, damit die Luft durchgewirbelt wird und in irgendwelche Staatsopern. Da dreht kein Hahn danach. Vielleicht sollten wir hier mal BER ranschreiben. Wahrscheinlich kriegen wir dann am nächsten Tag das Geld. Ja? Also von daher, es ist wirklich unverschämt. Und unser Widerstand ist dringend nötig und wir machen weiter so. Herzlichen Dank, Kati. Es gibt übrigens bei
bei der Staatsoper jetzt noch ein Posten für Unvorhergesehenes. Der wird immer weiter erhöht, das könnte man hier auch mal vorsehen. Unvorhergesehenes, 7 Tage die Woche nämlich. Okay, wir haben jetzt noch ein letztes musikalisches Grußwort von einem Kollegen, von Martin Schneider. Martin, komm mal nach vorne. Vom Betriebsrat der Stiftung SPI und du erklärst am besten noch mal besser als ich, was es damit auf sich hat. Ja, Lucy. Mache ich gerne. Mein Name ist Martin Schneider. Ich bin Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Stiftung SPI. Das ist, steht für Sozialpädagogisches Institut. Die machen Fachschulen in Berlin, Erzieherausbildung, die machen Suchtberatung, die machen Kinder- und Jugendarbeit. Und da bin ich Gesamtbetriebsratsvorsitzender von etwa 500 Kollegen, die euch ihre Grüße überbringen. Des Weiteren komme ich von einem Netzwerk der Betriebsräte der Berliner Suchthilfeträger. Das sind die freien Träger, die da, wo ihr jetzt steht, da wollen die erst noch hin. Die haben mit Ach und Krach Betriebsräte gewählt, die haben kaum Tarifverträge, die haben kaum Entgeltschemen. Die machen die Tarifverhandlungen so nach Vier-Augen-Prinzip. Da sagt der Chef, du bist mir sympathisch, du kriegst ein bisschen mehr, aber red im Betrieb nicht drüber. Und dieses Netzwerk, das sind über 1000 Beschäftigte in Berlin, die überbringen euch auch ihre Grüße. Und der einzige Grund, warum ich dann alleine von den vielen Leuten hier bin, ist, dass meine Kollegen nicht freikriegen für sowas. Nicht mal dann, wenn Max Uthoff spricht, was ich eine Sauerei finde. Ich finde, wenn Max Uthoff in Berlin spricht, dann sollten alle Kolleginnen und Kollegen freikriegen. Und danke. Und was ich jetzt noch gerne für euch machen würde, ich würde gerne 1-2 Lieder für euch spielen auf der Gitarre, weil, wie es so schön heißt, im Niedergang des Kapitalismus verflachen die Künste, aber wenn Streik herrscht, dann blühen sie auf. Ja, jetzt hast du aber die Erwartungshaltung gesteigert. Machen wir mal den. Super, dass du da bist. Ich halte dir das Mikro. Ich dachte mir, ich fühle mich so ein bisschen wie Hannes Wader, als er von IG Metall angespielt hat. Aber jetzt ohne die Stimmung weiter in den Keller zu drücken, habe ich gedacht, man kann jetzt nicht sowas spielen wie Brüder zur Sonne, zur Freiheit, weil wir wissen ja alle, wer in diesem Senat und auch in der Bundesregierung sitzt. Das kann man nicht guten Gewissens tun. Und deshalb habe ich gedacht, Rio Reiser passt eigentlich immer. Es gibt in diesem Song, wer ihn kennt, gibt es immer eine Stelle, wo jemand reinrufen kann. Und das ist auch gar nicht schwer, denn das Reinrufen ist immer nur Streik! Streik! Was für ein wunderbarer Tag! Ich meine genau, was ich sag. Und du belügst mich nicht mehr, du betrügst mich nicht mehr, es reicht. Ich bin dir völlig egal, für dich bin ich nur eine Zahl. Und doch du krone mich aus, Alter, mach dir nichts draus, es reicht. Ich mach's dir nicht mehr, wie du's magst, ob du jammerst oder mich verklagst. Doch du belügst mich nicht mehr, du betrügst mich nicht mehr, es reicht! All deine Freunde hast du vergrault. Selbst deine Feinde verziehen sich jetzt auch. Du denkst, jeder hat seinen Preis. Aber es gibt ein paar Sachen, die du noch nicht weißt. Streik! Oh, Streik, was für ein wunderbarer Tag. Ich meine genau, was ich sag. Und du belügst mich nicht mehr, du betrügst mich nicht mehr, mir reicht's. Ich pfeife auf dich und dein Geld. Ich fühle mich fast wie ein Held. Und du kommst ohne mich aus, Alter, mach dir nichts draus, es reicht. Wie dich gerade macht, ob du jammerst oder mich verklagst. Doch ich werde jetzt gehen und du wirst schon sehen, es reicht. Streik! Stellvertretend für euch Zugabe. Danke, es ist eine Zugabe, weil ihr stellt so viele berechtigte Forderungen und an mich wurde ein Wunsch geäußert, den ich natürlich
erfüllen möchte. Wer sich übrigens wundert, warum diese Gitarre so viele Saiten hat, das ist eine 12-seitige Gitarre. Und auch bei den Gitarrenseiten gilt, mehr von uns ist besser für alle. Jawohl. Deshalb spiele ich jetzt noch den Wunsch und dann könnt ihr weitermachen mit dem super tollen Streik, um den wir euch alle wirklich beneiden. Ich bin in meinem Betrieb händeringend an der Arbeit, die Leute zu organisieren. Die sollen in die Gewerkschaften eintreten, die sollen anfangen aufzustehen und für ihre Rechte einzutreten. Und ihr seid der Nordstern sozusagen, ihr seid das leuchtende Vorbild und seid euch gewiss, unsere Herzen, unsere Hände, unsere Hirne sind bei euch. Und weiter so, lasst euch nicht unterkriegen durch irgendwelche falschen Angebote, die vorgelegt und dann wieder zurückgezogen werden. Streikt bis zum Ende, streikt bis der Abschluss feststeht. Der Wunsch, das Lied, was ich jetzt spiele, ist von Marc-Uwe Kling. Ich hoffe, dass er nichts dagegen hat. Er sagt ja so schön, er schreibt kapitalismuskritische Bücher, die sich im Kapitalismus total gut verkaufen. Und deshalb nehme ich an, dass er nichts dagegen hat, wenn ich sein Lied spiele. Wer hat uns verraten? Yay! Es gibt da so einen Spruch von den alten Kommunisten, mit dem die 1918 ihre falschen Freunde dissten. Natürlich haben wir heute eine andere politische Lage. Und trotzdem passt der Spruch irgendwie in unsere Tage. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten! Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten, ja, die haben uns verraten. Und die haben uns auch verkauft. Ich glaube, ich mache ein Lied daraus mit einem Arbeiterkinderchor. Die singen den Refrain dann ihren arbeitslosen Eltern vor. Es singen schon die Angestellten, die Studenten und die Bauern. Bald singen sogar die, die noch um Ludwig Erhard trauern. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten, na, wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten, ja, die haben uns verraten. Und die haben uns auch verkauft. Dann baute schöner Schiffbruch und die Ratten, die flohen sofort. Doch sie kamen wieder zurück und brachten die schwarze Pest an Bord. Bald singen schon die Angestellten, die Studenten und die Bauern. Bald singen sogar die, die noch um Ludwig Erhard trauern. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten und das ganze schöne Geld. Wer hat's an den Flughafen verbraten? Es waren doch, lass mich raten, ja. Sozialdemokraten, meine ganzen geheimen Daten. Wer hat die ans BKA verraten? Na, das waren doch, lass mich raten, ja genau. Sozialdemokraten, der Sozialstaat und der Kommunismus, die sind beide tot. Übrig sind nur hohle Phrasen und literweise rot. Und wer steht an ihren Gräbern und hält lächelnd noch die Spaten? Ja, lass mich nicht erst raten. Nein, streiken, mach weiter so. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen, wenn es keinen Abschluss gibt, hier nochmal herkommen kann, weil ihr dann immer noch streikt. Lasst euch nicht vom Arbeitgeber einwickeln, lasst euch nicht von den Gewerkschaftsführungen einwickeln. Macht das selber, ihr macht das toll, so wie ihr das selber macht. Und der Einzige, der diesen Streik beenden kann, seid ihr. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Martin. Ich verkneife mir jetzt jegliche Kommentare zu den Sozialdemokraten am besten. Genau, wenn jetzt nicht noch jemand dringend Grußworte loswerden möchte oder dieses offene Mikro nutzen möchte. Kathi und genau. Ja, genau, nochmal ganz kurz.